Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Wirrwarr hier vor mir ist sehr, sehr hilfreich, denn es ist ein 5 Meter langer Schwanenhals. Das heißt, ein biegsamer Metallschlauch. An dem Ende befindet sich eine Kamera. Hier sehen Sie auch mit einer LED-Beleuchtung. Die Helligkeit ist einstellbar. Und diese Kamera kann ich jetzt mit diesem langen Schlauch in alle möglichen Ritze, Fußboden, Abflüsse und Wasserrohre und sonst was hineinschieben, um zu gucken, wie es da drin aussieht, wo Probleme sind, wo Fehler sind, was zu tun ist. Von Somicon eine HD-Kamera mit einer Auflösung von 1280x720, also 720p Auflösung im Videoformat. So sieht es aus. Ja, dieser Schwanenhals, der ist abnehmbar. Ich kann das Vorderteil hier übrigens auch noch abklappen, wenn es besser ist, geeignet ist für mich. Ich kann das Display abnehmen und über eine Verlängerungsleitung frei mit dem Display durch die Gegend marschieren. Ich habe die Möglichkeit, die eingebaute Taschenlampe, es ist ja schön, dass der Schwanenhals so flexibel ist, da kann man es einfach drehen, einzuschalten. Die ist extrem hell, also heller als meine üblichen Taschenlampen, muss ich ehrlich sagen. So, hier ist ein Akku eingebaut. Ich habe die Möglichkeit, eine Speicherkarte einzulegen. Muss ich sogar, wenn ich Aufnahmen machen will. Ich kann Fotos machen mit einer Auflösung von 2048x1536 Bildpunkten. Tja, kann in Menüs gehen, alles Mögliche einstellen, will ich Ihnen gar nicht zeigen. Dabei ist noch ein Videokabel, das ich verwenden kann, ein USB-Kabel zum Überspielen auf den Rechner, verschiedene Werkzeuge, das ist ein Federhaken und ein Magnethaken, die werden vorn auf die Kamera geklipst, wenn Ihnen eine Schraube oder Mutter, irgendwas Metallisches runtergefallen ist, kann man das mit dem Magneten holen, ansonsten mit dem Federhaken. Also, ein wunderschönes Werkzeug, vor allen Dingen mit diesem 5 Meter Schwanenhals. Das ist also irre, der ist extrem lang, ich kann es Ihnen gar nicht zeigen. Und alles zusammen kommt, wie auch dieses Modell mit dem etwas kürzeren, mit dem 3 Meter Schwanenhals, in diesem stabilen Koffer. Da können Sie es natürlich anschließend auch wieder hineinpacken zum Aufbewahren. Ein universelles Werkzeug, was nicht nur den Hobbyisten, der viel zu Hause macht oder machen muss, sondern auch den Profi begeistern kann. Ich bin auf jeden Fall begeistert davon, denn das Ding ist einfach nur schön.